willkommen zum großen Saisonfinale hier unserer F1 22 Audi-Karriere. Heute heißt es noch einmal alles geben, Spaß zu haben und vor allem wertvolle Punkte mitzunehmen, um den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM zu halten. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig, gerade auch wenn man auf die nächste Season guckt, ob wir ja natürlich noch als Team weiter nach vorne pirschen können und uns einen besseren Fahrer leisten können. Es ist sehr, sehr wichtig. Hier Yas Island in 5,2 Kilometer, 16 Kurven und 2 DS zu einem machen sehr genügt für eine sehr spannenden, spaßigen und sehr, sehr abwechslungsreichen Strecke in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ist ziemlich gut geworden, auch in Turn 1. Abonniert unbedingt gern den Channel kostenlos. Lasst doch gerne einen Daumen oben da und schaut auch gern auf Instagram auf @2_gaming und auch gerne auf TikTok auf @2_tobi. Macht die 13k voll und schaut gerne auch später vorbei, da kommt der Countdown online, wo wir bis jetzt noch nicht so erfolgreich waren, aber wir haben uns ein paar alte Games angeguckt. Turn 1 sind wir sauber rausgekommen. Ja, so, 15. Platz, ist aber nicht besonders schnell. Dann geht's runter hier in die Kurve und der Hamilton heute immer noch ein kalter Schirm über den Rücken läuft. Es ist 3/10, das ist viel. Und Norrie kämpft hier wieder um die Pole. Ich denke mal, die McLaren werden nächste Season da sein. Also, die McLaren werden es uns zeigen, wo der Hammer hängt. DRS on und das ist aktuell auf den 9. Platz. Also, ja, besser würde ich mir, denke ich mal, oder würde ich mir nicht denken, dass wir werden. Ah, den Scheitel verpasst. Das ist aber in der Kurve Gott sei Dank nicht so schlimm. Der Ex hat immerhin ein bisschen gerettet, dass wir hüpfen trotzdem auf den 13., 14., 15. Platz ab. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier schon die knappe Sekunde Rückstand haben, oder? Es werden 6/10 sein und trotzdem 15. Platz, das ist eng zusammen das ganze Feld auf jeden Fall. 10. Platz konnten wir hier mit einer langen Linkskurve retten, nur da der Exit wieder ein bisschen rutschig. Es ist 14., 13., ja, wir gehen runter, Leclerc ist aktuell auf die erste Position gerutscht, Leclerc ist Latifis Lieblingskurve, nur nicht zu weit raus, Track Limits sind hier immer wieder eine Sache. Links lasse ich mich ein bisschen da raustragen, will natürlich hier auch keine Track Limits erhalten, bei Ortsbeschädigung mache ich die Lenkung auf und es ist der 10. Platz. Das ist okay. Gucken wir uns mal die richtige Startausstellung an. Können uns auf durchschnittliche Rundengeschwindigkeiten von knapp 200 Stundenkilometer einstellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Verstappen, Lewis Hamilton und Sainz, Fernando Alonso, Perez, der Professor und Guanyu Zhou. Ocon, Gasly, Sebastian Vettel und Bottas, Stroll, Ricardo, Alexander Albon und Mick Schumacher, Theo Pourchaire, Latifi, Magnussen und Yuki Tsunoda. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? So, sehr toll und los geht's. 9. Platz, denn irgendjemand hat noch eine Penalty bekommen. Direkt neben uns, Checo Perez. Los geht's, Start war sehr gut, viel besser wie von Perez weggekommen. Oh, jetzt ist doch Perez dann wieder ein bisschen schneller. Und ja, wir sind ein bisschen eingekeilt, denn gegen Carlos Sainz kann ich nichts machen. Aber auch Perez kann da nichts machen. Und so kommen wir außen wieder an ihn dran. Jetzt guckt er nach, jetzt gehe ich ein bisschen, ja, muss ich ein bisschen weitergehen. Und es ist der 8. Platz aktuell. Sehr, sehr gut. Und ich wünsche mir natürlich, dass es dann noch ein bisschen nach vorne geht. Carlos Sainz wird aufgehalten von Fernando Alonso. Da können wir noch drankommen. Also, wow. Das ist gut. Podium wird nicht drin sein, denn die Konkurrenz ist einfach zu stark an diesem Wochenende. Und Leclerc hat sowieso schon im letzten Rennen, ja, sehr, sehr provokant den Weltmeistertitel gefeiert. Falls ihr wissen wollt, was ich meine, schaut gerne oben rechts vorbei. Hier ganz spät drinnen, da lassen wir ihnen genug Platz zum Atmen. Doch bei Ortsbeschleunigung können wir endlich auf dem 7. Platz nach vorne gehen. Da wird, da kommt noch nichts. Alonso greift Hamilton an. Alonso schaut dann doch nicht so langsam aus. Aber da gibt es die Berührung zwischen den beiden. Können wir daraus Vorteil schlagen? Mal gucken. Alter, da geht es richtig heiß zur Sache zwischen den beiden. I know, noch eine Berührung, noch eine Berührung. Wir halten da nicht drauf. Das wäre zu gefährlich. Alter, Hamilton und Alonso lassen es richtig krachen. Das wird langsam schon zum Viererfight, denn auch ich und Sainz kommen da näher dran. Das ist ein Wahnsinn. Alter, Alonso und Hamilton, die können es immer noch, die zwei Jungs.
Ja, es fällt auf jeden Fall auf, dass wir richtig Probleme haben, generell die Pace mitzugehen. Also da fehlt es noch an einiges, gerade in diesen Highspeed-Kurven. Da kommst du auch nicht mit, da probierst du auch vielleicht einen Ticken später zu bremsen. Und dann, ja, verlierst du im Endeffekt noch mehr Zeit, weil halt einfach das Auto noch nicht so auf diesem Stand ist, wo ich mir das Ganze wünschen würde. Fernando ist jetzt vor uns. Und jetzt schaut es euch so aus, also, ob wir den mit DS hin... Ah, DS gibt es leider nicht. Also ob wir den vielleicht irgendwie holen können. Gut rausgekommen aus der Kurve, auf jeden Fall im Windschatten. Hängen wir jetzt hier an Alonso dran. Rechts vorbei, dann macht er nochmal den Assi-Zupfer. Den späten Zupfer, weil er mal gewartet hat, wo ich hingehe. Und hier im zweiten Sektor innen lassen wir ihn genug Platz zum Atmen. Müsste aber trotzdem auch einlenken. Denn, ja, da kommt er wieder zurück. Und dann, ja... lassen, haben wir schlussendlich die Kurve dann bekommen. Hamilton, können wir den auch noch holen? Das ist die andere Frage. Jetzt Lewis hier durch die letzten zwei Sektoren. Ich denke, und es wird nicht reichen für schnellste Rennrunde. Aber Purple im zweiten Sektor, das zeigt schon alles. Da liegt unsere Stärke. Da ist natürlich auch viel Kurvenzeug. Und hier nochmal der Start. Guckt euch das an. Unter diesen ja Sonnenuntergang ähnlichen Verhältnissen ist das echt sehr, sehr schön. Wir sind das rote Auto da genau irgendwo mitten im Getummel drin und haben da beim Start ehrlich gesagt nicht viel gut gemacht. Wir haben ja Paris überholt, dann er wieder uns, dann wir wieder ihn. Es war auf jeden Fall toll. Sehr, sehr cool. Wir sind mittlerweile in der fünften Runde. Hamilton immer noch vor uns. Die ersten waren schon in der Box. Ich glaube, das war Verstappen. Ja, Verstappen war in der Box. Deswegen sind wir dann noch einen Platz davor gerutscht. Auf den, wir sind in der vierten Runde auf den fünften Platz vorgerutscht, so. Und ja, schon langsam, aber sicher kommen wir hier an Hamilton dran. Das Ding ist halt, wenn wir nicht im DS-Fenster sind, dann ist es halt auch sehr, sehr schwierig generell vorbeizukommen. Jetzt sind wir wieder aus dem DS-Fenster rausgeflogen, aber auch Sainz ist nicht mehr in unser DS-Fenster. Das hilft wirklich unnormal, dass wir da nicht unbedingt hier da auf die letzte Rille gehen müssen. Jetzt wird es auch interessant, wann kommt wer rein? Vierte Runde Boxenstopp finde ich schon sehr früh. Es ist halt, ja, es ist halt Abu Dhabi und es ist halt auch eine Strecke, die viel, viel, viel Reifen verbraucht. Jetzt sind die Reifen tot. Ende fünfter Runde, wir kommen rein, sind auch die Ersten von der Führungsgruppe, die da, Führungsgruppe, aber von den ersten Top 5 sind wir die Ersten, die reinkommen, denn ich möchte natürlich auch vor Max rauskommen. Ich glaube aber auch, dass da nicht Flügelschaden oder so auf jeden Fall dabei gewesen sein muss, sonst wäre der nicht so extrem weit hinten. Ich weiß auch nicht, was die in der Boxen-Crew machen. Keine Ahnung, warum die den Schlagschrauber irgendwie beim Frontflügel anhalten. Wisst ihr, was es da auf sich hat? Ich fühle mich auch teilweise noch, als ob vom Lance 22 noch in der Beta wäre. Es ist wirklich teilweise echt sehr verbuggt. Ich habe immer noch die Bugs in der Online-Karriere, dass wir, dass man da, keine Ahnung, 5 Stops machen muss und irgendwie noch immer noch Fahrer disqualifiziert werden. Die KI zum Beispiel, die wird da echt oft disqualifiziert, weil die keinen Stop macht, obwohl sie den Bug eigentlich schon vor Monaten behoben haben, gibt es den Bug irgendwie immer noch. Dann noch lade teilweise Bugs, wenn man eine neue Karriere beginnt, also wenn wir eine neue Online-Karriere beginnen, buggt es immer noch, dass man zum Beispiel dann nicht, also man wählt ja, man geht Saison beenden und kann dann einen neuen Helm auswählen und wenn man da dann den Helm auswählt, also wenn man nach dem Saison beenden, wo man dann auch auswählen kann, ob man die Nummer 1 haben will als Weltmeister, dann buggt es und dann stürzt das komplette Game ab. Wir mussten schon eine komplette Karriere nach 6 Seasons beenden, weil es einfach im Ladebildschirm gesteckt hat. Also es ist wirklich traumhaft. Es ist wirklich eher so albtraumhaft, denn das Game sollte eine fertige Version sein und hat so viele Fehler. Hier haben wir einen kleinen DRS-Zug, würde ich mal sagen. Angeführt von Lance Stroll. Der biegt aber jetzt in die Box ab. Außen gehen wir an Theo vorbei. Noch nicht, okay.
Er ist dann doch ein bisschen schneller mit seinen Routen. In Turn 1 bin mir an. Ja, Stroll verbärmelt, jetzt wird es interessant. Dennoch, Lewis Hamilton war in der Box und wir haben den wirklich an der Karte. Tja, erst recht. Wir haben es geschafft, durch den Boxenstopp vor Lewis rauszukommen. George ist noch draußen. Jetzt bleiben wir hinter Schumacher, denn ich gönne mir das DRS. Ich bin auf der Karte sowieso um eine Ecke langsamer. Und jetzt wird es dann auch interessant werden. Können wir mit dieser Leistung eventuell auch George Russell an der Karte? Das wäre ja so ein Phänomen, wenn wir das schaffen. Eine Verwarnung für hier, okay. Wenn wir das schaffen würden, das würde mich extrem freuen. Alter, jetzt noch George überholen. Die sind aber schon mitten im letzten Sektor. Und biegen jetzt auch ab. Gucken wir mal. Ja, die gehen auch rein. Lando geht mal rein. Auch George Russell geht rein. Und wir sind aktuell. Na, Sainz war, geht auch rein. Und auch Perez geht rein. Also die komplette. Alle gehen rein. Das heißt, wenn es gut läuft, könnten wir auf den vierten, maximal sogar dritten Platz rauskommen. Das wäre natürlich phänomenal. Letzte Kurve. Oh mein Gott, ja, Quersteher viel zu aggressiv auf dem Körper drauf. Und mal gucken. Teamkollege ist in der Box. Die ersten zwei bekommen wir nicht. Aber wir fahren gerade oben drüber. Hier kommt George Russell raus. Das wird unter der Sekunde bleiben, aber er kommt vor uns raus. Das ist schade. Das ist schade. Wir konnten Sainz holen. Das ist trotzdem der vierte Platz. Aber auch Sainz konnte Hamilton holen. Der war auf jeden Fall der Loser hier dieser Boxenstopp-Phase. Es sind noch 7 Runden zu gehen. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, Russell zu holen. Hier außen, dann an. Ja, wollte ich zuerst am Pusher vorbei. Musste ich aber dann auf Start und Ziel, ja, abwarten. Und dann 4 toll rausgekommen. Sehr schön. Aber ist jetzt natürlich auch, ja, mit diesen unterschiedlichen Reifen war es auch sehr einfach, muss ich sagen. Dann hier Lewis. Sehr, sehr cool, dass wir den geholt haben. Das finde ich cool, dass der Undercut richtig gut funktioniert hat. Auch dass dann da auch ein DS-Spender war, war natürlich sehr hilfreich, denn sonst wäre vielleicht noch der Switch gekommen. Und ja, dann hätte ich mir da noch viel schwerer getan. Wir sind in der letzten Runde. Es hat nicht gereicht, um George Russell hier noch irgendwie, ja, schwer zu kommen und näher zu kommen. Ich habe alles versucht, aber die Pace war dann nicht da. Es ist wieder kein Podium, aber wir nehmen wichtige 12 Punkte mit. Wichtige 12 Punkte. Dennoch, ein Mercedes kommt hinter mir ins Ziel, ein Red Bull kommt hinter mir ins Ziel. Und gegen die Red Bull, ich glaube, gegen die fahren wir ja auch, haben wir ja sowieso alle Strippen in der Hand, denn Paris nur 5. und Max gar nur 10. oder so. Also heute könnte es richtig gut laufen. Ich habe natürlich den kompletten Punktestand nicht im Kopf, aber jetzt wird es sehr, sehr spannend, Leute. Behalten wir den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM und natürlich viele, viele Millionen, die der Unterschied zum vierten Platz wären. Wir sind Fahrer des Tages geworden. Es wäre nicht mehr gegangen, wirklich. Ich habe da alles aus dem Auto rausgequetscht. Da kann sich auf jeden Fall das Team freuen. Gute Arbeit von Ferrari. Und ja, gute Arbeit von vor allem McLaren. Die haben in den letzten Rennen, gerade Lando Norris, hat so viel Potenzial und so viel rausgeholt. Ich hätte mir den auch am liebsten geholt, aber das werden wir dann im nächsten Video sehen, wem ich mir als neuen Teamkollegen nehme. Kann auf jeden Fall sagen, Theo wird's nicht mehr. Leclerc holt sich trotz des WM-Titels auch den nächsten Win. Es muss eine Macht sein, dieses Auto. Hier ist dann das Podium, sehr, sehr jung auf jeden Fall, mit Leclerc, der ja auch erst Anfang 20 ist, Norrie, sowieso ein ganz junger, und Russell, ich glaube, es könnte eines der jüngsten Podien aller Zeiten sein. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, denn die Anspannung steigt, schaffen wir in der Konstrukteurs-WM unseren dritten Platz zu behalten. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, das sind viele, 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 viele Millionen, die uns da erwarten würden. 12. Platz, 12 Punkte, 4. Platz,
Und ja, Verstappen nur 10. Platz. Das bedeutet, hat man diesen ganzen Wochenende nur 11 Punkte geholt. Vom 4. Platz gestartet, da muss irgendwas gewesen sein bei Verstappen. Ein Crash oder so, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Dass Max so weit nach hinten fällt. Und der war ja auch, glaube ich, schon 3. Runde in der Box. Also, ob der da nicht irgendwie eine Kollision mit Norris, vielleicht auch mit Leclerc hatte, das weiß ich nicht. Ich war ja nie vorne. Es ist auf jeden Fall ganz spannend. Theo Pocher, das war leider dein letztes Wochenende. Itz_Tobi, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei und abonniert doch unbedingt gern dort. Später kommt dann noch der Countdown zu Formel 1. Links wie immer alle unten in der Bio. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da. Im nächsten Video sehen wir dann, wie viel Geld es geben wird. Wir haben es geschafft, 3. Platz zu behalten. Bis dahin, danke fürs Zugucken und...